Das Landesmuseum hatte schon lange vor, eine Ausstellung zum Krieg und den Anfängen des Krieges zu machen. Und als Aufhänger haben wir dann genutzt die Entdeckung eines Massengrabs der Schlacht von Lützen vor einigen Jahren. Und das ist auch im Mittelpunkt, das steht bei uns im Atrium. Aber es geht um viel mehr, nämlich auch, ist Krieg dem Menschen angelegt oder ist es eine kulturelle Errungenschaft? Wir haben dann angefangen, die Schlachtfelder, die in Sachsen-Anhalt vorhanden sind, auch abzugehen, zu untersuchen. Und dabei sind wir dann auch auf dieses Massengrab in Lützen gestoßen. Es gibt ja sehr wenige von diesen, wie wir festgestellt haben, wurden die hinterher ein paar Jahre später aufgelöst und die Knochen herausgenommen und als Dünger verwendet. Aber wir haben also eines gefunden mit 47 Körpern drin. Und das steht jetzt bei uns im Mittelpunkt hier. Es ist also nicht biologisch angelegt, dass man Krieg führen muss, sondern der Mensch hat zwar in sich Aggression, Zweikampf, Ärger, Brutalität, Mord und so weiter. Gibt es also schon ganz früh, wir zeigen das in der Ausstellung auch, dass das schon bei den Schimpansen so zum Beispiel ist, so Grenzverteidigung und sowas, wo man also Zweikämpfe macht und so. Aber es ist richtig, was wir als Krieg definieren, also organisierte Schlachten mit Staaten oder größeren Gruppen im Hintergrund, das kennen wir erst ab dem Neolithikum. Wir bewegen uns natürlich vor allem in dem zweiten Teil in schriftlosen Gesellschaften. Das heißt, es ist nichts aufgeschrieben, bis wir es dann später, zum Beispiel in Ägypten oder bei den Hethitern, natürlich dann auch in Texten finden. Aber in den vorherigen Zeiten gibt es also keine Texte. Wir können es also nur aus den Funden ablesen. Da können wir dann beobachten, wie schaut die Bewaffnung aus. Welche Waffen sind also in bestimmten Gräbern oder an Orten zu finden? Sind das Fernwaffen? Sind das Zweikampfwaffen? Also man kann mit einem Schwert nicht in einer großen Schlachtformation kämpfen, sondern das sind Zweikämpfe. Das haben wir dann sehr deutlich in der Bronzezeit, wo die Krieger dann auch mit ihrer Bewaffnung ausgestattet in die Gräber kommen und offensichtlich zeigen, das war mein Beruf, ich war der große Krieger. Also Distanzwaffen wie zum Beispiel Pfeil und Bogen, wie Lanze, wie Speer, wo ich also große Entfernungen überwinden kann, da kann ich natürlich dann auch mit größeren Formationen auf einen Feind losgehen. Wir haben natürlich auch Eroberungsstätten, also wir haben befestigte Siedlungen. Einmal Befestigung schon mal wehrhaft, also man wehrt einen Feind ab, aber auch, wie kann ein Feind diese Dinge angreifen? Wir haben Befunde, dass die zum Teil auch zerstört wurden durch Brand,